und wir kommen zur Aktuellen Stunde der Fraktion DIE LINKE. Klimaschutz in Hessen verbindlich auf das 1,5-Grad-Ziel ausrichten, Kohleausstieg beschleunigen, Klimaproteste ernst nehmen, zusammen mit dem Antrag der LINKEN, Drucksache Nummer 20/393, und dem Dringlichen Antrag der Fraktionen CDU und Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 20/405. Als Erstes hat sich der Abg. Felzhausen zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste! Klimaschutz ist eine ökologische und eine soziale Herausforderung. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit scheint etwas politisch in Bewegung geraten zu sein. Junge Menschen stehen auf, um für ihre Zukunft zu protestieren, und sie tun es laut, sie tun es energiegeladen, und sie tun es mit großer Ernsthaftigkeit. Und jetzt gibt es ausgerechnet von denen Zuspruch, gegen die diese jungen Menschen aus vielen guten Gründen protestieren. Aber die junge Generation will keine warmen Worte von Vertreterinnen einer Politik und einer Generation, die so egoistisch wie keine andere mit unseren Ressourcen umgegangen ist. Liebe Friday for Future-Bewegung, dieser Zuspruch ist nicht ernst gemeint. Die Komplimente sind vergiftet, und das Verständnis ist geheuchelt. Noch ist niemand aufgestanden, um grundlegend etwas zu verändern, denn die Bereitschaft, etwas zu verändern, würde es einfordern, endlich anzuerkennen, dass ihr Recht habt. Es ist Zeit für sofortiges Handeln. Alle namhaften Wissenschaftler kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass wir jetzt noch ca. 380 Gigatonnen CO2-Äquivalente von den sogenannten Kipppunkten entfernt sind. Das sind die Punkte, an denen wir Prozesse angestoßen haben, die nicht mehr umkehrbar sind. Und es gibt zahlreiche dieser Kipppunkte, und alle sind wissenschaftlich belegt und erforscht, und alle stehen eben in Verbindung mit genau dieser Grenze von CO2-Äquivalenten, die wir noch in die Atmosphäre entlassen können. Und daher fordert Fridays for Futures auch kein Verständnis und keinen Zuspruch und keinen Respekt. Sie fordern eben sofortiges Handeln auf allen Ebenen. Es bleiben uns, wenn die globale Freisetzung von 40 Gigatonnen pro Jahr so weitergeht, eben noch ziemlich genau 10 Jahre, bis wir den CO2-Ausstoß auf null gesenkt haben. Und je früher wir anfangen und je konsequenter wir handeln, desto mehr Zeit bleibt uns, und natürlich auch den nachfolgenden Generationen. Und gleichzeitig gilt, je später wir anfangen, den CO2-Ausstoß zu beenden, desto teurer wird es, und so einschneidender werden die Maßnahmen werden müssen. Der hessische Klimaschutzplan 2025 verliert sich aber in Klein-Klein, ohne wirklich die Ursachen zu bekämpfen, und daher wird er den weltweiten Anforderungen für den Klimaschutz eben nicht gerecht. Das ist keine neue Erkenntnis. Bereits bei der Vorstellung 2017 war klar, dass mit diesem Plan auf Grundlage einer sehr fragwürdigen Treibhausbilanz viele, aber sehr unverbindliche Maßnahmen ohne konkrete Reduktionsziele weder das 2-Zielgrad und erst recht nicht das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens von 2015 zu halten sein wird. Aber der hessischen Landesregierung ging es nie um einen Plan, mit dessen Umsetzung ein wirkungsvoller Beitrag für die Klimaschutzziele hätte geleistet werden können. Das konnten die GRÜNEN innerhalb der Koalition eben nicht durchsetzen. Die erforderlichen Maßnahmen, die jetzt anstehen würden und die eben diese Fridays for Future-Bewegung fordert, waren beiden Fraktionen zu unpopulär. Es ging ihnen darum, in der Öffentlichkeit überhaupt irgendeinen Plan vorweisen zu können, so unverbindlich und so werbewirksam wie eben möglich. Aber, meine Damen und Herren, es geht beim Klimaschutz nicht um Popularität. Es geht nicht darum, Beiträge zur Verhinderung von ökologischen Katastrophen wie Überschwemmungen, wie Trockenheit und durch Ernteausfälle und durch millionenfache Flucht als Folge des Klimawandels zu leisten. Und diese Maßnahmen, die Maßeinheit für den Erfolg eines solchen Plans ist eben nicht die Frage, wie viele Maßnahmen in einem Plan drinstehen. Bei Ihnen sind es 140 Maßnahmen, sondern die Kennzahl dafür ist die Anzahl der eingesparten CO2-Tonnen.
Aber genau da liegt die Krux. Die Hessische Landesregierung kann oder will eben nicht sagen, wie die aktuelle CO2-Bilanz für das Land Hessen aussieht. Wir haben dort überhaupt keine Auskünfte bekommen. In ihrem eigenen Klimaschutzplan führt die Landesregierung als prioritäre Maßnahme für 2019 an, den Kohleausstieg so schnell wie möglich voranzubringen. Ich frage Sie, ob unter dem schnellen Kohleausstieg, ob Sie darunter auch 2035 oder 2038 verstehen, wie es die sogenannte Kohlekommission vorgesehen hat. Weil das, meine Damen und Herren, ist deutlich zu spät, und die Klimaschutzwirkung dieses Ausstiegsplans der Kohlekommission geht bis 2022, also in den nächsten 3 Jahren, gegen null, meine Damen und Herren. Die Produktion von Strom. Herr Kollege Felzhausen, Sie müssten auch zum Schluss kommen. Ja, okay. Dann komme ich zum Fridays for Futures, Umweltverbände und Klimaaktivisten wollen eben nicht länger unverbindliche Pläne, unkonkrete Versprechungen oder großzügige Lobbypolitik für Flug-, Automobil- und Energiekonzerne sich damit hinhalten zu lassen. Sie wollen endlich, dass gehandelt wird. Und daher, wir werden uns heute entscheiden müssen, was wir retten wollen, entweder das Klima oder den Kapitalismus. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Felstehausen. Als nächstes hat sich die Abg. Arnold von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, um eines vorwegzustellen, ich stelle jetzt erst einmal vorweg, dass ich jetzt eigentlich die Redezeit habe und nicht der Kollege Schaus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist unser zentrales Anliegen, dass auch zukünftige Generationen, unsere Kinder, unsere Enkelkinder und auch deren Nachkommen gut und sicher in Hessen leben können und eine lebenswerte Umwelt vorfinden. Und viele Schülerinnen und Schüler erinnern uns in den letzten Wochen daran, dass sie einen Anspruch darauf haben, dass wir ihre Zukunft im Blick haben. Und diese Aufgabe, diese Zukunft, gehen wir nicht erst seit den Friday for Future-Demonstrationen an. Wir müssen hier nicht darüber diskutieren, ob wir das Wie richtig finden, aber wir müssen darüber reden, dass die jungen Menschen eine wichtige Nachricht an uns haben. Und wir müssen diese Nachricht ernst nehmen. Und das machen wir. Dabei folgen wir dem Pariser Klimaabkommen aus dem Jahr 2015 und gehen zur Begrenzung des Temperaturanstiegs mit Engagement und Vorbildcharakter bei der Reduktion des Ausstoßes von klimaschädlichen Gasen voran. Die Klimaziele der schwarz-grünen Landesregierung sehen vor, den Ausstoß von Treibhausgasen signifikant und ambitioniert zu verringern. Und diese ambitionierten Ziele wollen wir durch die Festlegung eines weiteren Zwischenziels konkretisieren. Bis 2030 halten wir eine Reduzierung der Emissionen um 55% für angemessen. Und eine entsprechende Zielvereinbarung haben wir auch in unserem Koalitionsvertrag beschlossen. Denn nur wenn wir mutig, aber auch rational und wissenschaftlich vorangehen, können wir unsere Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern und auch unserer Verantwortung gegenüber der Schöpfung gerecht werden und Vorreiter in Sachen Klimaschutz werden. Wir dürfen aber dabei nicht einseitig agieren. Nur wenn wir die Erfordernisse des Klimaschutzes mit ökonomischen. Frau Kollegin Arnold, lassen Sie eine Frage zu? Nein. Wenn wir die Erfordernisse des Klimaschutzes mit ökonomischen und sozialen Zielen in Einklang bringen, dann können wir erfolgreich sein. Und wir dürfen bei aller Wichtigkeit des Klimaschutzes andere Ziele wie bezahlbare Energiepreise, wirtschaftlichen Wohlstand und auch Arbeitsplatzsicherung nicht als unberechtigt abqualifizieren. Verschiedene Ziele haben ihre Berechtigung, und wir müssen darüber sprechen, wie wir sie miteinander vereinbaren und in einen guten Ausgleich bringen können. Im integrierten Klimaschutzplan 2025 sind wir diesen Weg gegangen. Wir haben deshalb 140 Einzelmaßnahmen definiert.
durch welche die Reduzierung der Treibhausgase sowie die Anpassung an den Klimawandel gefördert werden soll, ohne dass es zu gesellschaftlichen Brüchen und Verwerfungen kommen muss. Und die Umsetzung dieser Maßnahmen schreitet mit großen Schritten voran. Während sich 74 Maßnahmen aktuell in der Umsetzung befinden, wie beispielsweise Klimakampagnen, Hochwasserschutz oder die Stärkung von klimafreundlichen Mobilitätsangeboten, sind 6 Maßnahmen bereits davon vollständig abgeschlossen. Darunter, wir haben eben auch darüber gesprochen, die Einführung eines hessenweiten Jobtickets für Landesbedienstete oder die Verankerung von Klimaschutzzielen in der Städtebauförderung. In 2019 gehen weitere 24 Maßnahmen in die Umsetzung, und zwischen 2020 bis 2025 sind es weitere 22. Und dabei haben wir allein für die 42 prioritären Maßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 ganze 140 Millionen € als Finanzmittel bereitgestellt. Und diese Zahlen zeigen, die schwarz-grüne Landesregierung nimmt die Bedrohung, die der Klimawandel darstellt, überaus ernst und ist auf vielen Ebenen mit umfassendem Engagement und den notwendigen Finanzmitteln aktiv, damit Hessen seiner Rolle im globalen Kampf gegen den Klimawandel gerecht wird. Zur regelmäßigen Überprüfung des Umsetzungsstandes des Klimaschutzplans beabsichtigen wir darüber hinaus die Beauftragung eines Monitorings bzw. einer Evaluierung. Und auf Basis dieser Datengrundlage werden wir den Plan weiterentwickeln und, falls notwendig, an den geeigneten Stellen nachsteuern. Natürlich im Rahmen des bewährten Austausches mit Verbänden, Interessensgruppen, Vertretern aus Wirtschaft, Landwirtschaft, Umwelt, Gesellschaft, Wissenschaft und auch Verwaltung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wir werden in Hessen auch weiterhin auf ambitionierten Klimaschutz setzen, sowie auf Dialog, auf Austausch, Informationen, auf Investitionen und Förderung von Forschung und Innovation, auf die Schaffung von Anreizen und die Vernetzung und Mobilisierung von Akteuren. Und dabei achten wir darauf, dass Ökologie und Ökonomie nicht in Konkurrenz stehen. Wir brauchen umfassende Wir brauchen umfassende ganzheitliche Programme mit Voraussicht und guter Planung, und die von der Landesregierung angestoßenen Projekte und zukünftigen Vorhaben zeigen, der Klimaschutz und die Zukunft unserer Kinder ist bei Schwarz-Grün in den besten Händen. Vielen Dank. Ich merke mir das fürs nächste Mal und mache dann ein bisschen mehr Druck. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Gagel der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen! Das Klima hat sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt. Das Klima hat sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt. Ja, das Klima hat sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt. Verstanden, liebe Kollegen von Linke, SPD und Grüne? Verstanden, liebe Kollegen der CDU? Das Klima, gut, wenn Sie also verstanden haben, dass es sich gewandelt habe, dann möchte ich Behauptungen, die AfD bestünde aus Klimaleugnern, in Zukunft von Ihnen hier in dem Haus nicht mehr hören. Das Klima hat sich also in den letzten Jahrzehnten gewandelt. Das Klima hat sich aber auch in den letzten Jahrhunderten gewandelt, und es hat sich auch in den letzten Jahrtausenden gewandelt. Wer also glaubt, und das Wort Glauben bekommt hier eine in der Tat religiöse Komponente, wir hätten es hier klimageschichtlich mit einem neuen Phänomen zu tun, der irrt. Sie alle irren. Und wer glaubt, dass Unwetter ein neues menschengemachtes Phänomen sind, der möge sich ein wenig mit Klimageschichte beschäftigen. Ich sage das auf dem Hintergrund dieses von der Landesregierung herausgegebenen Heftchens. Extreme Wetterereignisse in Hessen, Klimawandel in Hessen,
was absolut irreführend ist und die Bevölkerung in eine völlig falsche Richtung bringt. Ein paar Beispiele aus der Klimageschichte. Ich fange einmal mit dem Sommer des Jahres 1000 an. Erneut ein Sommer mit unbeschreiblicher Hitze und Dürre. Viele Flüsse wurden so seicht, dass große Menschen von Fischen starben. Die verwesenden Fische verursachten schlimme Krankheiten. Weiteres Beispiel. Winter der Jahre 1076-77. In ganz Europa ein äußerst strenger Winter, der von Ende Oktober bis Mitte April dauerte. Die Flüsse waren von Ende November bis Mitte März zugefroren. Weiteres Beispiel. November und Dezember des Jahres 1107. Ungewöhnlich mild. An Weihnachten soll es frische Erdbeeren gegeben haben. Und dann der Winter 1185-86. Erneut ein Winter mit außerordentlicher Wärme, wohl der mildeste, der je in Mitteleuropa vorgekommen ist. Im Januar blühten Bäume, im Februar gab es kleine haselnussgroße Äpfel, im Mai waren Feldfrüchte und Getreide reif, Anfang August begann die Weinlese. Und zum Schluss noch ein weiteres Beispiel, der Winter des Jahres 1305-1306. In Deutschland gab es so strenge Fröste, wie sie nur in Skandinavien größer waren. Alle Flüsse waren dick zugefroren. Man konnte sie mit schweren Lastenwagen befahren. Durch gewaltigen Eisgang am 1. Februar 1306 in Frankfurt am Main wurden zwei Türme zerstört und eine Brücke stürzte in den Main. Zwischen etwa 10 und 500 Personen, je nach Quelle, die darauf standen, ertranken in den eiskalten Fluten. Der Winter zog sich bis weit ins Frühjahr hinein. Am 1. Mai 1306 ging so viel Schnee nieder, dass Bäume unter ihren Lasten zusammenbrachen. Meine Damen und Herren, Sie sehen an den Beispielen, Extremwetter ist überhaupt gar kein Indikator für Klimawandel. Wenn Sie ein bisschen mehr lesen wollen, und diese Lektüre empfehle ich Ihnen wirklich mal, das ist die Altenauer Wetterchronik von meinem damaligen Kollegen Hermann Kehrer. Der hat das geschrieben, aus ganz vielen Quellen zusammengetragen. Und das ist eine wunderbare Lektüre für Grüne, für CDU, für Sie besonders auf der linken Seite auch. Lesen Sie dort einmal nach, und dann wissen Sie, dass Extremwetter keineswegs etwas mit Klimawandel zu tun hat. Meine Damen und Herren, meine Redezeit ist zu kurz, um im Detail zu begründen, warum es im grünpolitischen Sinne keinen Schutz eines Klimas geben kann. Das Klima ist schon immer im Wandel, und es wird auch weiterhin immer im Wandel sein. Unwetter gab es immer wieder und wird es immer wieder geben. Mal zur kalten, mal zur warmen Seite, mal mit Sturm, mal mit Regen, Schnee, mal mit Dürren. Machen wir uns nichts vor, meine Damen und Herren. Die von den Altparteien heraufbeschworene Klimareligion ist eine der größten Verirrungen der jüngsten Menschheitsgeschichte, angeführt seit Neuestem von der schon fast zur Prophetin erhobenen Greta Thunberg. Die schlechte Nachricht ist, es gab schon immer Verirrungen in der Geschichte, besonders immer dann, wenn Politik und Ideologie Hand in Hand gegangen sind. Und ich befürchte, meine Damen und Herren, sofern die Altparteienkoalition mit ihrer Klimareligion weiter so macht, wird auch dieses Mal, wenn auch anders, zum Schaden der Menschheit dies wieder so werden. Denn die Eingriffe, die die Parteien unter dem Vorwand irgendeines Schutzes von etwas, was man gar nicht schützen kann, sind mehr oder weniger so drastisch, dass es über kurz oder lang mit erheblichen Wohlstandsverlusten zu tun haben werden. Das, was die Linkspartei hier in ihrem Antrag vorschlägt, zeigt, dass die Linke die besseren Grünen sein wollen und hier als Musterschüler der Ideologie aufspielen wollen. Ja, das genau. Sie wollen sich als Musterschüler aufspielen. Aber egal ob Linke, SPD oder Grüne oder auch leider CDU und FDP, alle großen Parteien befinden sich mit dem zur Religion erhobenen Klimaschutz auf dem Irrweg. Sie müssen dann auch zum Schluss kommen, war eigentlich ein schönes Schlusswort. Sie müssen ja. Klimaschutzmaßnahmen werden, egal wie aufwendig und wie teuer sie sind, völlig wirkungslos sein. Sie werden rein gar nichts am fortlaufenden Wandel des Klimas in der Zukunft ändern. Ich hätte noch ein bisschen mehr zu sagen zu den beiden Anträgen. Aufgrund des Vorangesagten lehnen wir selbstverständlich sowohl den Antrag der LINKEN als auch der CDU ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Gage. Das nächste Mal würden wir gerne wissen, was Sie zeigen. Das steht auch so in der Geschäftsordnung. Also für diesmal lassen wir es durch. Und das nächste Mal würden wir gerne wissen, was Sie dann zeigen. Als nächstes hat sich der Abg. Grumbach für die SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Herr Abg. Gagel, das Problem ist, ich muss Ihnen ja in zwei Punkten recht geben. Klima und Wetter ist nicht dasselbe. Nur Sie haben gerade Wetterereignisse aufgezählt und kein Klima. Genau an der Stelle fängt sozusagen das Problem an. Der zweite Punkt ist, Sie haben gesagt, man kann möglicherweise niemand vor dem Wandel schützen. Da können Sie recht haben. Nur der Unterschied ist, sicher ist, dass der Wandel, der kommt, für uns nicht erträglich ist. Vielleicht ist, dass wir ihn nicht aufhalten können. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge, und darüber streiten wir gerade. Wir wollen dem Vielleicht zum Sieg verhelfen. Wir wollen sozusagen dafür sorgen, dass wir aus dem Vielleicht zum Sicher kommen und dass wir den Wandel, den wir selber verursachen, in den Griff bekommen. Und da sind Sie dann wirklich völlig ahistorisch. Der spannende Punkt ist ja, was Sie machen, ist Einzelpunkte rausgreifen. Klima ist über lange Zeit. Und das Verrückte ist, es sind ja nicht Politiker. Es sind ja nicht mal Meteorologen. Es sind die Geologen, die derzeit darüber debattieren, was ist die größte Einflusskraft auf die Veränderung der Erde. Und die weltweite geologische Gesellschaft hat vor zwei Jahren beschlossen, dass sie sich noch 5 Jahre Zeit nimmt, ob sie der These Rechnung trägt, dass der Mensch die größte Einflusskraft ist. Und damit sind wir bei dem Punkt, jetzt mal völlig egal, ob wir 60 oder 80 oder wie viel Prozent des Einflusses auf die Veränderung der Erde und des Klimas haben. Wir haben die Verantwortung für den Teil, den wir selber beeinflussen, und den haben wir für unsere Kinder. Und dann geht es eben nicht um Glauben. Es geht um Wissenschaft. Es geht um einen Prozess, in dem jeder jeden kritisieren kann. Es gibt allerdings eine Bedingung. Er muss es begründen. Ein Glaubenssatz gegen den anderen zu setzen, ist ein Glaubenskrieg. Das ist das, was Sie machen. Ein Argument gegen ein anderes zu setzen, ist Wissenschaft. Das ist, was derzeit bezieht und was zur Überzeugung der Mehrheit der Menschen geführt hat, dass das gar nicht anders geht. So, und jetzt, glaube ich, war es genug Zeit, weil die Zeit ist ja auch knapp. Man muss ja ein paar Sätze vielleicht dann auch noch in der Auseinandersetzung mit der Regierung, in den Sie tragenden Fraktionen haben. Und ich glaube, dass das Problem, das wir insgesamt in Deutschland haben, relativ einfach ist. Wir haben unheimlich spannende, deswegen kann man dem fast allen zustimmen, Strategien, Pläne, Erklärungen. Mit der Abstand zwischen den Erklärungen, den Strategien und dem, was real passiert, ist so groß, dass man sich manchmal fragt, ob sie noch einen Zusammenhang haben. Und ich will nicht Ihren Satz jetzt völlig aufgreifen, dem Motto, die Zeit drängt. Aber der Punkt ist, wenn Sie genau hinschauen, dass alle Zielwerte immer ein Stück weiter weg sind. Das gilt für alle. Ich will da keine Partei ausnehmen. Das gilt für alle. Sozusagen, wenn Pläne gemacht werden, sollen die ihr Ziel erreichen, am Ende des Planungszeitraums. Es wird nicht versucht, am Anfang des Planungszeitraums auch nur ein paar größere Schritte zu machen, weil dann kann man das machen, was jetzt gerade auch passiert ist. Man schiebt einfach das Ziel weiter raus. Deswegen wäre mein Grundvorschlag, eine Auseinandersetzung hier zu führen, die die SPD in Berlin in einer Koalition führt. Wir sind dafür, dass die Körperschaften, Bund und Länder Klimaschutzgesetze machen, mit denen sich verpflichten, Schritt für Schritt messbar in jedem Bereich Einzelziele festzulegen und sie dann auch umzusetzen. Das ist härter, besser als jede Strategie und jede Plandebatte. Da wird etwas auf den Weg gebracht, was Hand und Fuß hat. Und mit Verlaub ist es auch deswegen besser, weil es natürlich Gesetze funktionieren mit Beteiligung. Wir haben doch einen Teil des Problems, warum das so langsam geht, ist doch nicht einfach nur der schlechte Wille, sondern es ist auch Interessenpolitik, bin ich bei Ihnen, aber es ist auch sozusagen kulturelle Veränderungen, die nötig sind. Um mal eine Religion zu erwähnen, die Religion des Autofahrens ist ja auch in diesem Lande weit verbreitet. Wenn wir das verändern wollen,
dann ist es eben nicht die Strategiediskussion der Experten, sondern es ist die offene Feldschlacht im Parlament um ein Gesetz, das die Regeln so festlegt, dass wir damit überleben können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Grumbach. Das war vorbildlich. Als Nächstes hat sich die Kollegin Feldmeier von der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! 23.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Eltern und andere unterstützen Fridays for Future. Eine ganze Generation von Schülerinnen und Schülern geht auf die Straße für ihre Zukunft, und die lassen sich eben nicht mit Lippenbekenntnissen abspeisen, Herr Kollege, aber auch nicht mit den Lippenbekenntnissen der LINKEN. Und sie lassen sich auch nicht abkanzeln in ihren Forderungen von Herrn Lindner mit seiner Bemerkung, man solle Klimaschutz den Profis überlassen. Das ist thematisch voll daneben gewesen, was Herr Lindner gemacht hat. Denn viele der sogenannten Profis setzen ja immer noch auf fossile Energieträger. Die setzen immer noch auf Kohle und auf Erdöl. Also von daher haben sie bislang keine guten Erfahrungen mit den sogenannten Profis gemacht. Aber auch mein Demokratieverständnis sagt mir, es ist nicht gut, wenn junge Leute sich engagieren, dass man ihnen dann von Seiten der Politik sagt, man solle diese Dinge besser den Profis überlassen. Ich glaube, das ist nicht gut und das ist nicht richtig. Es ist wirklich gut, dass junge Leute sich engagieren. Besseres kann uns bei dem Thema Klimaschutz nicht passieren. Und diese jungen Leute fordern, was fordern sie? Sie fordern, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse endlich ernst genommen werden. Und da muss ich sagen, da sind sie wirklich weiter als die AfD. Das war jetzt wirklich krude, was sie hier von sich gegeben haben. Sie wissen, was die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind, die Schülerinnen und Schüler. 97 von 100 Klimaforschern sagen, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Da sind sie wirklich wesentlich weiter als die AfD. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind seit langem bekannt. Und jetzt muss es zum konkreten Handeln kommen, solange wir es noch in der Hand haben. Das ist für uns ein Auftrag, vor allem dort, wo wir selbst tätig werden können, also hier im Land Hessen. Und deshalb wollen wir von CDU und GRÜNEN, dass Hessen bis zum Jahr 2050 zu einem CO2-neutralen Bundesland wird. Herr Grumbach, und auch mit konkreten Zwischenzielen, die auch immer näher rücken. Also von daher ist es auch überprüfbar, und die Zwischenziele die zeigen dann, ob man noch mehr machen muss. Und das ist, machen muss, das ist ganz klar. Und was wir hier in Hessen haben, 2050 ein CO2-neutrales Bundesland erreichen, das steht im Einklang mit den Forderungen des Weltklimarates und geht sogar noch über das hinaus, was das Pariser Klimaabkommen fordert. Im Pariser Klimaabkommen gibt es das Ziel, weltweite Netto-Null-Emissionen in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts zu erreichen. Und wir wollen das hier in Hessen bis 2050 schaffen. Ja, und auch wir wissen, wir sind in einem Wettlauf gegen die Zeit und dass es auch noch hier Luft nach oben gibt. Und deshalb halten wir nicht nur am 2%-Ziel für den Windkraftausbau in Hessen fest und forcieren die Nutzung der Sonnenenergie mit einem Photovoltaikpaket. Wir gehen natürlich auch den Verkehrssektor an und machen den ÖPNV attraktiver. Wir haben das Schülerticket, das Landesticket, und wir wollen das Seniorenticket auf den Weg bringen. Und langfristig brauchen wir ein Bürgerticket für alle hier in Hessen. Was machen wir noch konkret? Wir bauen die Landwirtschaft ökologisch um, und wir entwickeln den Klimaschutzplan weiter, weil wir eben sagen, wir müssen noch mehr machen, und wir sind dabei konkret und verbindlich. Kolleginnen und Kollegen von den LINKEN. Warum verbindlich? Weil der Klimaschutzplan von der Landesregierung beschlossen ist. Es ist ein Kabinettsbeschluss, von daher ist es verbindlich. Es sind 140 Maßnahmen, es stehen 140 Millionen € bereit. Also es ist ganz konkret, und es ist machbar, und viele Dinge sind bereits umgesetzt. Und der integrierte Klimaschutzplan wird auch noch weiterentwickelt, und es gibt ein Monitoring. Viele Dinge aus dem integrierten Klimaschutzplan
es wurde schon gesagt von meiner Kollegin Arnold, sind bereits umgesetzt oder auf gutem Weg, z.B. das Green Finance Innovation Cluster, auf Deutsch nachhaltige Finanzwirtschaft, die CO2-neutrale Landesverwaltung, das Investitionsprogramm zur Förderung von CO2-Einsparungen in Unternehmen und die Förderung von Fuß- und Radverkehr. Wir machen also schon. Das ist verbindlich, was wir machen, das ist konkret, und das wird mittels eines Monitoring überprüft. Also da greift der Antrag der LINKEN wirklich ins Leere, meine Damen und Herren. Und wir GRÜNE wollen die Landwirtschaft bis 2025 ökologisieren. Wir wollen 25% Ökolandbau und insgesamt die ganze Landwirtschaft nachhaltiger machen und nicht wie DIE LINKE erst bis 2040. Frau Kollegin Feldmayer, auch Sie müssen langsam zum Schluss kommen. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Wir GRÜNE sind diejenigen, die sich in jeder Regierungsbeteiligung, ob auf kommunaler, auf Landesebene oder auf Bundesebene oder in der Europäischen Union, immer noch für mehr Klimaschutz engagiert haben. Wir werden auch in Zukunft weiter alles dafür tun, CO2-Emissionen schnellstmöglich zu reduzieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Feldmayer. Als nächstes hat sich der Abg. Rock von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich glaube, als Erstes muss man etwas zu den Klimaprotesten sagen, die wir ja freitags erleben und die ich respektiere, auch wenn ich manchmal als Vater sage, man könnte es vielleicht auch nachmittags machen und die Schulzeit genießen. Aber ich respektiere diese Proteste, und ich glaube, wir sollten auch nicht versuchen, egal welche Fraktion, welche politische Gruppe, diese Proteste für sich zu vereinnahmen, sondern wir sollten das respektvoll zur Kenntnis nehmen und überlegen, was jeder in seiner Verantwortung tun kann, um deutlich zu machen, dass er das ernst nimmt und dass er dort auch etwas umsetzen will. Ich bin dafür, diese Proteste nicht politisch zu vereinnahmen, sondern sie einfach nur zu respektieren und selbst Handlungen für sich abzuleiten. Ich bin ja immer froh, wenn der Kollege Grumbach hier vorkommt und einfach einmal so eine grundsätzliche Haltungsfrage vorträgt. In vielen Bereichen bin ich manchmal überrascht, dass Sie der Aufklärung so verbunden sind. Das ist toll, und das bringt uns Liberale auch dann ein bisschen mit Ihnen zusammen. Ich finde auch, wir sollten aufhören, eine religiöse Erhöhung, eine moralische Erhöhung von klaren politischen Aufgaben durchzuführen, sondern wir sollten Argument gegen Argument stellen, wir sollten Erkenntnis gegen Erkenntnis stellen. Und darum mache ich das hier auch einmal. Ich mache das hier einfach einmal. Ich nehme einmal den Bericht des Bundesrechnungshofs aus dem September 2018. Der hat festgestellt, wie ist es denn mit den Zielen, den alten Zielen, die wir uns in der Bundesrepublik Deutschland gegeben haben, in vielen verschiedenen Koalitionen unterschiedlich. Was ist mit den Zielen? Haben wir irgendwas erreicht? Primärenergieverbrauch, sind wir weit weg. Steigerung der Endenergieproduktivität, sind wir weit weg. Die Frage Gebäudesektor, steigt der Verbrauch wieder. Die Frage Verkehrssektor, steigt der Verbrauch wieder. Und wenn wir jetzt zu den Klimaschutzfragen kommen, wie effizient ist die Politik, die wir hier in Deutschland machen? Und ich sage das immer wieder, was anders kann der Indikator sein, ob die Politik funktioniert, die wir in Deutschland zum Klimaschutz machen, außer der CO2-Ausstoß? Es muss der CO2-Ausstoß sein, um sich das noch einmal vor Augen zu führen. 1990 bis 2000, in diesen 10 Jahren, haben wir rund 208 Millionen Tonnen eingespart in Deutschland. 2000 bis 2010 haben wir noch 100 Millionen eingespart. Und 2010 bis 2017 sind es noch 37 Millionen Tonnen. Und seit 2014 steigt es sogar wieder. Das sind Fakten. Das sind Fakten, die von den Bundesbehörden, von Wissenschaftlern, die überall nachlesbar sind. Wir erkennen also, dass die jungen Menschen recht haben mit ihrer Forderung, wir müssen nachdenken, was wir tun müssen. Weil die bisherige Politik greift nicht. Sie greift nicht. Es ist manchmal so, man kommt sich vor, man sieht die deutsche Politik auf der Titanic, auf dem Promenadendeck, feiert der grüne Zeitgeist in völliger Selbstvergewisserung eine Party und glaubt, er sei auf dem richtigen Weg. Und bei Tageslicht ist der Eisberg zu sehen, und wir fahren mit einer großen Party auf diesen Eisberg zu, weil man nicht in der Lage ist, die Fakten zu erkennen, die Fakten, dass diese Politik nicht funktioniert.
Ich wollte vorhin mal eine Zwischenfrage stellen. Es werden wieder neue Ziele, Herr Krumbach, vielen Dank. Es werden immer wieder neue Ziele formuliert, gerade von den grünen Kollegen. Man merkt, man schafft das Ziel bis 2020 nicht. Da macht man 2030 noch ein ambitionierteres Ziel, damit man sich dem, der von 2020 nicht stellen muss. Wir sind bei 2020 bei 40%. Wie soll das gehen in zwei Jahren? Wir sind nämlich bei 28%. Und warum sind wir bei 28%? Weil wir 1990 die DDR stillgelegt haben und da gigantische Windfall-Profits bei der Einsparung hatten. Die sind ja eigentlich gar nicht durch gute Politik erzielt worden, sondern das ist einfach die DDR abgeschaltet worden. So ist es. So, und dann muss man sich doch einmal fragen, wenn wir in 18 Jahren 260 Milliarden € nur über das EEG verteilt haben, um das Klima zu retten, und wir erreichen nichts mehr. Wir haben in den letzten 8 Jahren die Kapazitäten in den regenerativen Energien von 55 Gigawatt auf über 112 Gigawatt mehr als verdoppelt. Verdoppelt. Und trotzdem gehen die Einsparungen massiv zurück. Ich habe es oft genug erklärt, warum. Ich habe jetzt nicht die Redezeit, Ihnen das zu erklären. Aber denken Sie einmal darüber nach und ändern Sie endlich diese falsche Politik und nehmen Sie die jungen Menschen ernst, die sagen, so funktioniert es nicht. Nehmen Sie die Leute ernst. Und liebe Freunde von den Linken, Sie bringen das ja auch immer vor. Jetzt ist hier mal ein neuer Kollege hier. Ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Ich gebe Ihnen mal einen kleinen Tipp bei der Frage der sozialen Gewichtung der Energiewende. Es gibt nichts Unsozialeres als die grün gestaltete Energiewende in unserem Land. Sie spaltet dieses Land in Gewinner und Verlierer. Herr Abg. Rock, auch mit Bonus müssten Sie so langsam zum Ende kommen. Ich komme zum Ende. Kleiner Hinweis. Allein letztes Jahr wurden 330.000 Haushalte vom Strom abgeklemmt, weil die Menschen die Preise nicht mehr bezahlen konnten. 6 Millionen Haushalte haben das angedroht bekommen. Also denken Sie einmal darüber nach, wie Sie das Geld besser einsetzen können. Das kommt dem Klima nämlich dann auch zugute. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Rock. Für die Landesregierung spricht Staatsministerin Hinz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, das Thema Klimaschutz hat inzwischen eine breite Öffentlichkeit erreicht. Daran ist unter anderem der letzte heiße Sommer mit der horrenden Dürre schuld. Was ja eigentlich bedauerlich ist, dass es einen solchen Jahresbedarf, weil eigentlich ist ja die Tatsache, dass wir in den letzten 15 bis 20 Jahren eine immer höhere Durchschnittstemperatur haben, das eigentliche Problem, und dass die Menschen mit ihrer Lebensweise darauf besonderen Einfluss haben, dass diese Durchschnittstemperatur gestiegen ist, das Hauptproblem. Aber immerhin haben jetzt viele gemerkt, aha, es wird ernst. Der Klimawandel macht etwas mit uns, er ist vorhanden, der menschengemachte. Und bis auf ein paar Klimaleugner, die wir auch im Parlament haben, hat es die breite Mehrheit verstanden. Und ich finde es richtig und gut, dass Schülerinnen und Schüler um ihre Zukunft kämpfen, dass die Demonstrationen machen. Und ich finde es gut, und da muss ich niemanden instrumentalisieren. Ich finde es gut, dass Sie uns Politikerinnen und Politikern Dampf machen, weil es ist Ihre Zukunft, um die Sie kämpfen und wo Sie einfordern, dass wir bessere Rahmenbedingungen setzen müssen und dass wir auch noch einen Zacken zulegen müssen. Und das ist richtig. Und Herr Rock, es stimmt, ja, der CO2-Ausstoß ist gestiegen. Aber dann kann man sich nicht hierherstellen, wie die FDP das normalerweise tut, und sagen, aber Windkraftausbau ist des Teufels, das brauchen wir hier nicht, ja, weil wir uns jetzt neuerdings als FDP um jede Fledermaus kümmern, was sie sonst nicht interessiert, wenn man die Autobahn ausbaut. Wenn man die Autobahn ausbaut, das ist einfach so.
oder wenn man darüber diskutiert, dass man eine Verkehrswende braucht, dann ist die FDP auch an jeder Stelle vorhanden und sagt, nee, also hier brauchen wir keine Straßenbahn, und die U-Bahn-Verlängerung dort wollen wir auch nicht. So geht es dann auch nicht, meine Damen und Herren. Die Landesregierung hat nicht nur einen integrierten Klimaschutzplan für 2025 vorgelegt, wo wir die ehrgeizigen Ziele haben, die wir auch erreichen wollen. Und wir werden ein Monitoring jetzt auflegen, weil wir wissen wollen, welche Maßnahmen sind gut, welche wirken, welche wirken nicht, damit wir auch nachsteuern können. Wir werden am Montag im Kabinett das neue Ziel beschließen. Wir wollen bis 2030 55 der hessischen Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 reduzieren. Und das wird hart. Und das ist nicht nur damit zu machen, dass man einen Klimaschutzplan aufschreibt, sondern es braucht dann auch reale Veränderungen in Wirtschaft, im Privatleben, im Gebäudesektor, in der Landwirtschaft, in allen Sektoren. Und wir werden auch für die einzelnen Sektoren entsprechende Ziele festschreiben. Das wird jetzt notwendig, damit wir dann auch zielgenauer agieren können, meine Damen und Herren. Und wir sind auch nicht nur in Hessen auf dem Weg, sondern wir setzen uns auch auf Bundesebene dafür ein, dass die Klimaschutzziele besser erreicht werden, weil wir sind ja auch abhängig vom Bund und von der EU, genauso wie wir die Klimakommunen brauchen, die wir unterstützen. Deswegen hat die Landesregierung z.B. im März erreicht im Bundesrat, dass wir einen Beschluss erwirkt haben, der deutlich ein Umsetzungsgesetz für den Kohleausstieg einfordert mit dem Ausstiegspfad bis 2030. Hier ist die Landesregierung nicht Bremser, sondern Treiber in dieser Frage. So viel kann ich an dieser Stelle sagen. Und wir werden dieses auch weiter betreiben. Frau Staatsministerin, ich wollte Sie nur kurz darauf hinweisen, dass die vereinbarte Redezeit. Wir werden die Kommunen unterstützen, als Land unseren Teil dazu beitragen, und wir werden weiterhin auch den Bund fordern in Sachen Klimaschutz. Wir jedenfalls werden unseren Teil dazu beitragen, dass die Proteste der Schülerinnen und Schüler nicht ungehört bleiben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Hinz. Die Redezeit ist um 32 Sekunden überzogen worden. Für den Fall hat sich der Abg. Lambrou zu Wort gemeldet. Bitte schön, Sie haben 30 Sekunden Zeit. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zu den Äußerungen von der Frau Ministerin ein paar kurze Ausführungen machen. Sie haben in unsere Richtung gedeutet und gesagt, einige Abgeordnete leugnen das Klima. Ich bitte Sie, da in Zukunft präziser zu sein. Wir leugnen nicht das Klima. Herr Gagel hat sehr klar ausgeführt, wir sagen, dass das Klima nicht menschenverändert ist. Das ist eine völlig andere Aussage. Ich bitte Sie, das in Zukunft präzise zu fassen. Dazu kommt, es sind nicht nur einige Abgeordnete, es sind eine Menge Bürger, die dahinter stehen und es anders sehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt liegen mir keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die Aktuelle Stunde der Fraktion DIE LINKE abgehalten. Der Antrag 20393 der Fraktion DIE LINKE soll federführend in den ULA mitberaten, in den BVA. Und der Dringliche Antrag der Fraktionen CDU und Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN mit der Drucksache 20454 soll in den ULA. Korrekt? Gut, dann machen wir das so.